Willkommen zurück zu Digimon World 2. Wir kämpfen gerade im Kolosseum um den nächsthöheren Rang, nachdem wir gerade erst einen höheren Rang erreicht haben. Und wir stehen vor unserem finalen Match gegen einen weiteren unserer Kollegen, wie es aussieht. Das ist Chris Corner. Ach, du bist es. Und ich dachte, es würde Joy-Joy werden. Ja, die war jetzt nicht wirklich die Riesenherausforderung. Die war schwächer als unser erster Gegner. Also ist es wahr, dass du echt stark geworden bist? Ja, dann zeig mal, was du so drauf hast. Seid ihr beiden bereit? Dann auf in den Ring! Okay, duellieren wir uns mit Chris Corner. Zum zweiten Mal, den kennen wir auch schon. Phantomon, Miotismon, Megadramon. Spannendes Virus-Team. Miotismon, weiß ich nicht, wird ja wahrscheinlich eher MP-Unfug machen. Megadramon, Phantomon, ob die Konter haben? Nicht sicher. Wir gehen auf jeden Fall mal hier in den Hornbuster. Und hier machen wir erstmal die Dual Scyther Claw. Und fürs erste machen wir den doppelten Hornbuster. Erstmal, um wieder zu checken, was die Gegner so können. Cheetah Arms Omega. 50, 50, 50. Da sind wir wieder bei der sehr einheitlichen Verteidigung unserer Gegner. Er macht einen normalen Angriff, dann können wir ihn interrupten. Und basta! Schauen wir mal, was das Viech denn eigentlich kann. 81 Schaden. Tech Power runter. Das sah spannend aus. Shadow Scythe. Unglaubliche 7 Schaden und scheinbar keinen Nebeneffekt. Okay. Megadramon hatten wir schon. Das Ding hat, glaube ich, eine Attacke, die alle Gegner trifft. War das so? Was machst du noch gleich? Wir hatten dich mal zum Fusionieren. Dark Side Attack. Können wir das nicht selber? Ja, genau, man kann keine HP mehr heilen. Das war der Nebeneffekt. Aha. Was macht er? Grizzly Wing. 16, 19, 21. Okay, Miotismon muss gekontert werden. Miotismon hat eine Attacke, die alle trifft. Dann Hornbustern wir. Und dann Darksiden wir nicht. Dann. Sollte das ja auch nicht so schwierig sein, wenn ich mir die gegnerischen HP ansehe. Vulcan hämmern wir, um Phantomon und Megadramon hoffentlich zu erledigen. Und dann kontern wir Miotismon. Shiza Arms Omega. 70, 70, 70. Tod und Vernichtung. Ach, verdammt, Angriff daneben gegangen. Das ist nicht hilfreich. Dann interrupten wir Phantomon halt stattdessen, damit ein Gegner weniger auf dem Feld ist. Gehen wir noch 2 Angriffe ab. 114, total übertrieben. Schwer ist der Kampf jedenfalls in keinem Falle. Das sollte hier kein Ding werden. Grizzly Wing! Oder auch Night Raid. Auf jeden Fall nicht so gefährlich, dass es uns umhauen würde. Dann hauen wir Magical Tail in Miotismon und noch eine Duo Silver Claw rein. Und dann gehen wir auf den Hornbuster für alles, was überlebt. Attack! Shiza Arms Omega! 70! 70! Bleh! Tot! Fairy Tail. 131 Schaden. Jo, das war sehr, sehr vernichtend. Okay, dann haben wir auch schon den nächsten Rang erreicht. Hat sich ja gelohnt, einfach 2 Turniere hintereinander zu machen. Frage ich mich ja schon fast, ob wir noch das nächste Turnier schaffen könnten, aber jetzt reicht mal langsam erstmal mit Turnieren. Jetzt trainieren wir erstmal wieder eine Runde. Ich bin so schwach, oder ist Alex einfach zu stark? Ist ja auch egal, ich habe schon wieder verloren. Ich schätze, ich werde zu alt für sowas. Danke für den guten Kampf, Mr. Corner. Goodbye, Mr. Corner. Da schleicht er davon. Mit seinen 2 km/h. Congratulations, Alex. Du bist jetzt ein Rang 7 Elite-Tamer. Yay, wir sind Rang 7 Elite-Tamer geworden. Großartig, jetzt bin ich endlich ein Elite-Tamer. Ja, jetzt bist du ein hochrangiger Tamer. Wir sehen uns dann im nächsten Turnier. Hier ist übrigens dein Preis. Es ist ein Max-Driver. Haben wir einen Max-Driver erhalten. Boah, ist gekauft.
Oder ist gewonnen in diesem Falle. Ja, theoretisch, ne? Könnte man noch eins versuchen, aber ist vielleicht ein bisschen too much. Hat er eigentlich mal einen anderen Text jetzt, wo wir ein High-Ranking-Tamer sind? Herr Alex, hast du hart trainiert? Ich habe gehört, du suchst nach einem Weg auf File Island. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Würdest du was für mich tun? Das ist nicht der Dialog, den ich erwartet habe. Hast du Story? Den hätte ich ja nie im Leben gefunden, wenn ich dir jetzt nicht zufällig angesprochen hätte, weil wir in den Turnieren waren. Was in der Welt? Sicher, Leomon, was soll ich denn tun? Wenn du da hinkommst, könntest du einem Freund von mir eine Botschaft überbringen? Bitte sag dem legendären Kämpfer Meister Tyrannomon, dass ich eines Tages hingehen und ihn treffen werde. Es ist mein Traum, gegen den legendären Meister Tyrannomon auf Fight Island anzutreten. Ich mag die ganzen Referenzen auf das erste Spiel. Master Tyrannomon gab es ja tatsächlich in Digimon World 1 auf Fight Island. Sicher, Leomon. Ich werde ihm deine Nachricht überbringen. Cool. Ja. Haben wir die Story vorangetrieben oder so? Habe ich nicht mit gerechnet. Wie sieht's mit Tauschen aus? Wir haben wieder einen Story-Trigger. Können. Also jetzt wird's dämlich. Agumon! Da bist du ja! Ich habe nach dir gesucht! Ich bin hier, um Digimon zu tauschen. Und du so? Schleich, Schleich. Ob das auch das Agumon von File Island ist? Also quasi das erste Digimon, das man mehr oder weniger gezwungenermaßen ganz am Anfang des Spiels rekrutiert? Ich habe mich dran erinnert, wo der Schlüssel zum Archive-Ship ist, den du gesucht hast. Boah, echt? Also wo ist jetzt der Schiff Agumon? Naja, ich habe ihn. Hier ist der Schlüssel, du kannst ihn haben. Wow. Wow, Agumon. Können wir das Viech einfach mal eben schnell, können wir es umbringen? Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber können wir... wir haben ja so ein paar Ultra-Level. Danke, Agumon. Alex hat den Schiffsschlüssel erhalten. Bin froh, dass du glücklich bist. Ich habe ihn genutzt, um damit zu spielen. Und ich wollte ihn schon wegwerfen. Verstehe. Ich bin froh, dass du dich daran erinnert hast. Ich auch. Ich gehe dann jetzt zurück zum Meditation Dome. Naja, wir sehen uns später. Bye. Großartig. Das ist ja... großartig. Ich wollte eigentlich nur fragen, ob du was zum Tauschen hast. Das ist das Digimon Center. Wir tauschen Digimon, aber sie sind nicht alt genug. Okay, dann. Ja, wir haben den Schlüssel erhalten. Dann gehen wir mal zum Archive-Ship, würde ich sagen. Dann können wir mal gucken, ob wir noch irgendwie eine neue Domäne freischalten können. Jo, unser Digibeat ist bereit für einen heißen Ritt mal wieder. Bevor wir DNA digitieren. Zurück zum Archive Ports. Cutscene after Cutscene after Cutscene. Hey, Ben Oldman. Kannst weitergehen? Mr. Oldman, ich habe den Schiffsschlüssel. Großartige Arbeit, Alex. Jetzt können wir den Schiffsport starten und nach File Island aufbrechen. Lass uns zum Kontrollraum gehen, hinten durch. Und dann starten wir die Startsequenz. Okay, kommen wir tatsächlich nach File Island, nach Digimon World 1 rüber. Nach all der harten Arbeit kriegen wir da mindestens coole Referenzen auf Digimon World 1. Das bessere der beiden Spiele, traurigerweise. Lass uns gleich mal die Sequenz starten. Roger, Mr. Oldman. Ich werde mich in deinen DigiBeetle-Browser einloggen und dann transferiere ich dir die gebrauchten Teile. Dann installiere ich diese Teile ins Kontrollsystem. Okay, das funktioniert. Und dann gehe ich in das Main Panel mit dem Schiffsschlüssel und installiere die wichtigen Daten. Nicht sicher, warum hier gleich ein Erdbeben auftritt und alles explodiert, aber das sieht nach einer epischen Zwischensequenz aus. Eine sehr kurze, epische Zwischensequenz, wohlgemerkt. Hey Alex, bist du in Ordnung? Ja, ich stand doch neben dir. Ja, mir geht's gut. Und Sie? Aber haben wir endlich File Island erreicht? Hm, ich bin mir nicht ganz sicher. Da wir das Autonavigationssystem benutzt haben, bin ich mir nicht sicher, dass es wirklich File Island ist. Okay, ja, dann gucke ich mir das Gebiet mal selber an. Okay, Alex, sei vorsichtig. In der Zwischenzeit werde ich ein Teleportationstor zum Archive-Port herstellen. Roger, dann untersuche ich mal das Gebiet.
Was genau bedeutet das, ein Teleportationstor zum Archive-Port? Können wir jetzt über die Weltkarte dahin? Tatsächlich. Das Archive-Ship. File City. Wir können tatsächlich, man erkennt auch halbwegs die Karte, zurückkehren in unser Hauptgebiet damals von Digimon World 1. Oben links sieht man das Maschinengebiet, oben rechts sieht man das, die Berge von dem Dinosauriergebiet, darunter ist der Dschungel, links neben dem bergigen Gebiet liegt die Zeitzone, wo die Zeit schneller und langsamer verlaufen kann. Dann haben wir den Berg der Unendlichkeit über uns, unter uns ist der Heimatwald, da ist auch der See mit der Insel drauf, wo die Insekteninsel ist. Und die Steppe links von uns kann man auch sehen. Das ist 1:1 eine Umsetzung von Fight Island. Vielleicht mit minimal falschen Details, aber im Groben und Ganzen. Haben wir hier eine neue Stadt? Fight City. Mal gucken, ob es auch ungefähr so aussieht wie damals. Das ist nicht Digimon. Aber das finde ich gut. Die haben hier die Digimon World 1 Musik für verwendet. Richtig gut. Das finde ich schön. Boah, was ist das für ein Riesending? Wen nennst du hier riesig? Ah, was für ein freches kleines Kind. Da ist auf jeden Fall schon Master Tyrannomon, zu dem sollten wir für Leomon. Boah, es hat gesprochen. Bist du ein Digimon? Junge, das ist ein Tyrannomon-Variation. Was redest du für eine Kacke-Hauptcharakter? Du weißt, was ein Tyrannomon ist. Was? Hast du irgendein Problem damit, dass ich ein Digimon bin? Ich bin Meister Tyrannomon, der Verteidiger von File City. Was willst du? Wieso ist der Verteidiger von File City nicht Greymon? Ist der nicht der Verteidiger von File City, wenn schon dann? Also du bist das legendäre Digimon, über das Leomon gesprochen hat. Master Tyrannomon, es tut mir leid. Ich wollte nicht disrespektvoll sein. Ich wollte Geschichten über Crimson aus den alten Tagen aus dieser Stadt erfahren. Nein, überhaupt keine Chance. Ich kann so einen verdächtigen Charakter wie dich nicht in die Stadt lassen. Aber wir sind hier noch am Eingangstor, ja? Das ist nicht fair, bitte lass mich rein. Dann nimm meine Herausforderung an und kämpfe gegen mich. Ich kann feststellen, ob jemand gut oder böse ist, wenn ich gegen sie kämpfe. Wenn du es ernst meinst, dann komm zu mir... zu dem Ort, den ich dir jetzt auf dieser Nachricht gebe. Wenn du ein feindlicher Spion bist, werde ich dich platt machen wie ein Pfannkuchen, hier und jetzt. Was? Ich muss gegen dich kämpfen? Wenn ich dein Angebot akzeptiere und gewinne, dann bin ich kein Spion und dann wirst du mich in die Stadt lassen? Ja, natürlich. Das ist ein Versprechen. Okay, dann nehme ich deine Herausforderung an. Wir haben Nachricht 3 erhalten. Und gehen einfach wieder. Statt ihn hier und jetzt herauszufordern, hä? Okay, wir haben jetzt die Power Domain freigeschaltet. Wir haben auf jeden Fall einen neuen Ort. Wenn wir ins Archive Ship gehen, wo landen wir denn dann erstmal? Dann landen wir hier, okay. Und wie geht's zurück? Ja, hier ist ein Teleporter. Das hier ist umständlich. Hm. Das dauert ja dann immer zwischen den Gebieten hin und her zu wechseln. Aber cool, wir haben den Discovery-Kontinent verlassen und sind jetzt auf Digimon World 1's File Island. Nice. Nichtsdestotrotz haben wir zwei Digimon mit Maximallevel, so traurig das ist und so gern ich mich jetzt auf File Island gerne umsehen würde. Wir müssen erstmal ein neues Team trainieren. Hallo Mr. Typ hier am Inkubator, lass uns mal bitte DNA digitieren. DNA-Digitation. Also, Warmon und Tsudomon sind beide an ihre Grenze gestoßen. Wir haben Metalmon, Memon, Piximon und Vademon. Metalmon, Memon hatte den Konter gegen alle. Piximon hat den Arrow, der einen Gegner trifft. Vademon hatte eine ziemlich schwache Technik, die leider nicht viel macht. Zugegebenermaßen ist unser Warmon ja schon, was Angriffe angeht, mega gut ausgestattet. Von daher macht es vielleicht den meisten Sinn, wenn wir ihm Vademon geben. Weil er braucht die neuen Techniken kaum. Wohin geht's denn, wenn wir Vademon machen? Dann digitieren wir zurück zu Dolphmon.
Nur so testweise, was werden die anderen? Akatorimon. Und hier wird Sidramon. Natürlich nicht unspannend. Und wenn wir Sudomon digitieren lassen, auch Sidramon, auch Akatorimon, auch Dolphmon. Okay, das macht jetzt nicht so den Unterschied. Ja, dann Warmon, kombiniere dich mal in Vardomon und digitiere zurück zu Dolphmon. Aber zum ersten Mal nach einer DNA-Digitation kriegen wir kein Rookie-Level raus, den wir zurücktrainieren müssen, sondern wir starten einfach direkt mit einem Champion-Level-Digimon. Go Dolphmon. Das finde ich gut. Unser Blaumage ist zurück. Schauen wir mal, wie das mit den Techniken dann aussehen wird. Der Blaumagier. Okay. Ist... Aha, das ist gut. Der startet jetzt auch direkt mit Level 11. Ah, dann können wir direkt die ersten 11, also die ersten 10 Level-Ups überspringen. Das sind 10 Encounter gespart. Das ist ein Traum. Dankeschön, Spiel. Dann müssen wir nochmal gucken, wie das mit den Techniken aussieht jetzt. Dann haben wir noch unser Sudomon, den Weißmagier. Ja, und den digitieren wir in Piximon. Und das wird dann Akatorimon. Schwump! Das Viech hatten wir bis jetzt noch nie. Dann haben wir zum ersten Mal ein Akatorimon im Team. Mit Akatorimon wäre er jetzt eigentlich der Rotmager. Wir haben schon Rotmager, das geht so nicht. Er muss weiterhin unser Weißmager bleiben. Der Weißmagier. Mal schauen, was der sich nachher weiterentwickelt. Ja, und dann bleibt zu guter Letzt Metallmamemon mit M-Kaputeron, aber der ist noch nicht auf Maximallevel, von daher lassen wir das natürlich noch. Dann aktualisieren wir unsere Digiline, scheinbar doch nicht, weil Dinger sind auf dem Server. Weißmagier kommt mit. Blaumagier kommt mit. Metallmamemon habe ich gerade sinnloserweise rausgetan, kommt mit. Dann gehen wir in die Digiline. Dann können Rotmagier, Blaumagier, Weißmagier wieder in der richtigen Reihenfolge bitte stehen. Dann schauen wir doch mal, was die jetzt können. Blaumagier, Warmon, Vardemon. Kann aktuell nur Silverclaw und Pulse Blast. Ich hoffe mal, die Techniken lernt er ganz schnell, sobald wir ein Level-Up haben. Weißmagier kann momentan Fist of Fate und Zip Boom. Zip Boom ist total sinnlos. Aber wir wissen, dass das seine Technik ist. Die haben wir schon gesehen bei den Gegnern. Aber das heißt auf jeden Fall, er startet einfach mit Fist of Fate, was halt schon alleine super ist. Ja, an sich gar nicht so schlecht, weil dadurch verlieren wir jetzt viel weniger Zeit. Viel, viel weniger Zeit. Außerdem, wenn wir sowieso gerade mal da sind, sollten wir eigentlich unsere Items mal eben updaten, fällt mir gerade ein. Wir haben noch den EX-Driver und den EP-Bug-Zap. Noch den Dream Missile 2, die kann dann wohl raus. Zu viele MP-Disks. Wir brauchen neue Magic Missiles. Kaufen wir mal eben noch eine Magic Missile 3 ein. Hallihallo, lange nicht gesehen. Doch wiedererkannt. Gebt mir mal eine Magic Missile 3 bis hier aus eurem Ammo-Vorrat. Kaufen Magic Missile 3. Ja, bitte. Wir brauchen dringend neue Kohle. Das wäre super wichtig. Transferieren. Items vom Server. Magic Missile 3, dankeschön.
Ein Traum. Mehr oder weniger. Schauen wir mal, ob wir uns mit der Power Domain anlegen können. Immerhin sind wir jetzt mit einem hochleveligen Digimon unterwegs und die anderen beiden, hey, die sind zwar nur in Anführungsstrichen Level 11, aber direkt als Champions gestartet. Also zurück zum Archive-Port, wo wir gerade eben erst wieder hergekommen sind. Ah, okay, wir werden jetzt sofort hier rüber teleportiert. Das ist natürlich immer noch ein bisschen nervig, dass wir jetzt immer dieses Zwischengebiet hier haben. Könnte aber schlimmer sein, schätze ich. Ja, dann gehen wir mal in die Power Domain. Neues Gebiet. Mal schauen, was hier so rumläuft. Wir haben tolle neue Wandtexturen. Das macht natürlich einen riesen Unterschied. Da sind unsere Gegner. Greymon, Kaputerium und Selberdramon. Alter Trupp. Aber die sind natürlich sehr gelegen, damit wir unsere Level 11er hochtrainieren können. So, Rotmage. Jetzt hängt das hier größtenteils von dir ab, befürchte ich. Dann hauen wir mal den Magical Tail da rein, dann haben wir die Silver Claw da rein und dann Fist of Faten wir ihn. Schauen wir erstmal, wie viel das insgesamt so macht. Okay, er wollte interrupten, aber er konnte nicht interrupten, das wird es gewesen sein. 72 gegen Kaputerimon, steht wieder auf. Shiza Arm. Wir haben zwar keinen wirklichen Arm, um zu schissern, aber passt schon. Überlebt er leider. Aber dann haben wir auch noch den Heaven's Knuckle. Auch er hat nicht wirklich einen Knuckle, um damit zuzuschlagen, aber egal. Hauptsache alles stirbt. Selber Dramon ungefährlich, wie immer. Ich kann gar nicht erwarten, dass die anderen beiden Level 12 werden und hoffentlich ganz viele Techniken zurückkriegen. Und wenn das nicht passiert, dann bin ich extrem traurig, dass wir ganz viele unserer Techniken verloren haben. Du kannst auch einfach Silver klauen, schätze ich. Und dann kannst du Silver klauen und dann kannst du Fist of Faten. Ein pro Runde. Hauptsache, wir kriegen ganz schnell unsere Punkte zurück. Unsere Erfahrungspunkte. Doppelter Silver Arm. Sie aber immer wieder aufstehen müssen. Heaven's Knuckle! Tonk. 80. Da bleibt nur noch Saberdramon. Hot Tag! Unglaubliches Magical Fire für 10 Schaden. Macht nicht viel. Weiter geht's. Silverclaw. Silverclaw. Fist of Fate. Schauen, ob der eine Encounter reicht, damit wir direkt unser Level 12 auf den beiden kriegen. 54. Silver Arm 53. Die Selberdramons halten viel zu viel aus. Heaven's Knuckle 83. Gute Nacht, Selberdramon. Win. Ja, yep, es reicht für 2 Level-Ups und wir kriegen Evil Charm und Twig Tap zurück. Tatsächlich unsere Rookie-Techniken nicht zurückgelernt. Ah, aber wir haben trotzdem Small HP Cure wieder gekriegt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist schön zu sehen. Das würde mich traurig machen, wenn wir unser Small HP Cure verloren hätten. Wer ist denn da hinter uns? Die gleiche Truppe nochmal. Wir gehen einfach mal vorsichtig weiter. Dungeon wird ja wahrscheinlich noch lang genug sein. Da haben wir eine Kiste. P-Driver 2, nehmen wir gerne. Dann haben wir hier eine Tyrannomon-Kombi. Alles Encounter, die wir schon mal in unserem Leben gesehen haben. Monochromon, Tyrannomon, Morishelmon. Das machen wir auch Schritt für Schritt, würde ich sagen. Monochromon. Ah, wir können jetzt auch Evil Charmen. Ich denke, das ist schon okay. Wir gehen da einfach Stück für Stück durch. Heaven's Knuckle. 36. Dass er als erstes angreift, ist natürlich super ungünstig. Ich hoffe, es reicht trotzdem. Silverclaw.
und gleich nochmal. Ist aber klar, weil es viel Spaß macht. 45. Könnte mehr sein. Das hat ihn nicht umgenietet. Traurig. Burishima macht zum Glück nicht viel Schaden. Er macht Volcanic Strike. Das wollte ich eigentlich vermieden haben. 30. Er macht nämlich tatsächlich ein bisschen Damage hier. Und er kommt uns mit einem Blaze Blast. 23. Wie viel hat er denn noch? Quasi nichts. Ein Traum. Meteor Wing. Dann machst du halt hier einen Evil Charm drauf. Und du Pulse Blast das Murishelmon. Wir haben ja auch optionale Pläne. Zack, 55. 20, 30. Pulse Blast. Attack Power reduziert. Und Evil Charm. Werden wir ihn verwirren können? Nein. Natürlich nicht. Wäre auch zu einfach. Hydro Pressure macht sowieso nicht super viel und jetzt noch weniger. Ganze 8 Schaden. Er macht ein bisschen mehr mit seinem Blaze Blast. 25. Dann Silverclawn wird Tyrannomon. Und dann Silverclawn wird Tyrannomon. Und dann Pulse Blast wird Tyrannomon. Dauert sowieso 2 Runden, um die zu besiegen, also gehen wir auf Nummer sicher. Silverclaw, 30, Defense down. Die halten ganz schön viel aus, die Viecher. Reicht dieser Scissor Arm, um ihn zu erledigen? 58. Ja, schön. Mindestens das. Akatorimon schlägt also ins Leere. Hydro Pressure. Ganze 10 Schaden. Jetzt mit einer Silverclaw und einer Silverclaw und einer Fist of Fate. Attack! Silverclaw! 41. Noch mehr reduzierte Verteidigung. 42. Ein bisschen mehr darf schon drin sein. Und die Fist of Fate. 68. Win. QL. Level up, level up. Und wir haben Friendly Fire und East. Ah, Eastern Blast ist wieder da. Okay, wir kriegen doch unsere Rookie-Techniken zurück, nur nicht alle auf einmal, wie es aussieht. Ich meine, zugegebenermaßen sind wir jetzt aber auch an dem Punkt, wo Eastern Blast halt nicht mehr wirklich nützlich dann ist, wenn die sowieso auf Champion starten. Aber hey, wir nehmen sie erstmal natürlich noch wieder. Super Schocker ist auch nicht nützlich. Harpoon-Torpedo. Wir gucken mal, dass Fist of Fate oben ist. Und Pulse Blaster drunter. Okay. Wunderschön. Scheint eher von da oben aus reinzugehen in die Mitte. Ah, Teleporter zum zweiten Stockwerk. Weiter geht's. Oh, Bossstockwerk. Kurzer Dungeon, die Power Domain. Ist hier direkt der Bosskampf? Nee, zumindest ist das zweite Stockwerk nochmal ein Stockwerk. Es ist nicht so, dass das zweite Stockwerk direkt der Bosskampf ist. Hab ich ja schon fast mit gerechnet nach dem Start gerade. Okay, die Truppe kennen wir schon. Dann Hornbustern war dieses Mal. Du bist Silverclaws Monochromon. Und dann kannst du jetzt Tyrannomon Pulse blasten. Scissor Arm. 32 Defense Down. Der Pulse Blast. 26. Eingriff reduziert. Ah, das wollen wir nicht interrupten.
sein Feuerbress nur noch 19 Schaden. Danke, Reduzierung. Seine Hydro-Pumpe hier macht sowieso so gut wie nix. 19 Schaden, auch ohne Reduzierung. Und Monokromon interrupten wir mit einem Hornbuster! 70! Ja, wunderbar. Mechanic Strike. 9! Interrupted. So. Dann Meteor Wing wir. Dann Evil Charmen wir. Und dann Pulse Blasten wir einfach nochmal. Breaking Pulse. Attack Power Down. Evil Charm. Kriegen wir eine Verwirrung hin? Ja, 20 und verwirrt. Hey, mal gucken, ob es auch tatsächlich was bringt. Meteor Wing. Für die volle Breitseite. 39, 26, 30. Goodbye Monokromon. Kommt jetzt der doppelt reduzierte Blaze Blast, der noch 13 Schaden macht. Und der verwirrte Hydro Blaster. Mit 23 Schaden ins eigene Soranomon. Ja, das sieht doch schon besser aus. Dann Silverclaws, du mal Morishelmon. Du Silverclaws, Tyrannomon für den finalen Schlag. Und du Fist of Fate ist Morishelmon. Shiza on. Boah. Tot. Shiza on. 41 und Defense down. Evans Knuckle. 51. Und alle erledigt. Perfekt. So muss halt aussehen. Nochmal der doppelte Level-Up. Invisibility ist zurück. Brown Stinger ist zurück. Elektroschocker ist zurück. Anti-Confusion ist zurück. Manche Sachen, die wir nur so teilweise brauchen. Gibt's noch einen Tyrannomon. Das ist ja schon das Boss-Stockwerk. Der wirkliche Boss-Boss kann hier ja gar nicht so weit sein. Da hätten wir eine schicke Kiste. Was haben wir da? Dark 4. Was in aller Welt ist Dark 4? Und will ich's wissen? Schwierig. Monokromon, Tyrannomon, Morishelmon, ne? Die haben noch nie gesehen, die Kombi. Hornbuster. Wir versuchen den Evil Charm dieses Mal. Warte mal, haben wir niemanden, der seine Verteidigung reduziert? Ne, wir Silverclawn. Und wir Fist of Faken, schätze ich. Wir Fist of Faten, wir gucken, dass Monokromon direkt stirbt. Ich verschwende Zeit. Unnötige Zeit. Wir sind sowieso schon wieder tief in die heutige Folge drin. Da können wir uns ein klein bisschen beeilen, damit den gegnerischen Trupp noch zu besiegen. Bevor wir für heute Schluss machen, beziehungsweise vorher nochmal eben gucken, ob wir den Bossraum finden. Ja, dich interrupten wir, mein Freund. Kollege M. Kabuterimon hier braucht dringend ein paar MP zurück. Ah, das war down. Das eine Mal, wo wir ihn in einer Runde killen, habe ich jetzt mit allen auf ihn fokussiert. Das ist wieder so typisch. Oh, Hydro Blast 14. Okay. Ja, brauchen wir halt die volle Breitseite, ne? Dann machen wir mal ein Magical Tail auf Tyrannomon und dann clawen wir ihn noch und dann Fist of Faten wir ihn noch. Ja, 31. Na,
Angriff ging daneben. Ja, perfekt. Zwacke. Ich meine, die anderen beiden werden ihn auch irgendwie in zwei Runden down kriegen können. So sieht ja nicht. Aber dann hätten wir auch verteidigen können. 19. Übersichtlicher Schaden mal wieder. Und seine Attacke ging eh daneben. Ja, dann guard er doch einfach und du Pulse Blastest ihn. Moment, Pulse Blast ist Quatsch. Und du Silver Clawst ihn. Und falls er überleben sollte, machst du einen Trick-Tap hinterher, ansonsten geht's halt ins Nichts. She's on. 44, Defense down. Und er lebt tatsächlich noch. Twitter! Schwupp, 53. Einmal bitte Heilung für uns. Hydro Pressure. Unglaublich 8 Schaden. Wir garden weiter für eine MP-Regeneration. Du Silver Clawst. Und ich habe gehört, du hast eine HP-Heilung. Die können wir mal Rotmagier geben, der hier ein bisschen angeschlagen wurde. Silverclaw! Dezimieren wir dieses Morishelma. Ich wünsche, wir hätten was Besseres als a Small HP Cure. Das wäre ein Traum. Nature Hit Ray. Oh nein, er hat sich Naturkraft gegeben. Was sollen wir nur tun? Silverclaw. Noch eine Heilung, damit wir da wieder voll sind. Und dann können wir Morishelma in der nächsten Runde erledigen. Die hier! Shiza Arms. 44. Ja. Hat seine Naturkraft wieder verloren, um sich wieder Naturkraft zu geben. Ja, der Typ ist aber auch schon hochgefährlich. Sollen wir nur tun? Du kannst nochmal einen Garden und dann machst du hier Silverclaw und du machst Fist of Fates. Dann war es das ziemlich sicher für Morishelma mit der ganzen Reduzierung der Verteidigung. Shiza A. 44, Defense down. Und die Fist of Fate. 73 Schaden, so muss das aussehen. Erledigt. Sieg! Ich hoffe, wir kriegen auch wieder unsere beiden Level-Ups. Nope, haben wir leider nicht gekriegt. Das ist schlecht. Das ist schade. Dann müssen wir noch einen Encounter machen vor dem Bosskampf. Ich habe eine Wand gefunden. Das heißt, wir müssen sowieso noch Encounter machen. Dann ist das ja okay, schätze ich. Na gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder im bereits obersten Stockwerk der Power Domain, wenn wir noch einen Trupp Tyrannomons platt machen und dann Master Tyrannomon zum Kampf herausfordern, um bitte nach Fall City reinzukommen. Ich will wieder in die Digimon World 1 Stadt. Die haben mich jetzt schon geteased damit, jetzt will ich doch tatsächlich rein. Gute alte Musik. Mann. Bis zum nächsten Mal. See ya.